Herzlich willkommen, lieber Alexander. Vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Heute ein weiteres Teilnehmer-Erfolgsinterview. Du bist Teilnehmer des Gedankenkraft-Frequenz-Coachings der letzten Runde gewesen, die letzte Woche beendet wurde. Und auch du hast dich bereit erklärt, hier einfach mal deine Erfahrung der letzten 8 Wochen uns mitzuteilen, was in deinem Leben passiert ist. Welche Veränderungen gerade in dieser spannenden Zeit. Ich meine, wir erleben ja jetzt gerade in 2020 eine ganz massive Umwälzung in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich glaube, gerade wenn man in so einer Zeit so ein besonderes Coaching-Programm durchläuft, ist das nochmal was ganz anderes. Sei so lieb und stell dich ganz kurz vor, lieber Alexander. Sehr gerne. Ich heiße Alex, wohne in Hamburg. Und bin hauptberuflich bin ich Personal Trainer, beziehungsweise betreibe ich ein Personal Training Studio. Heißt, ich bin nicht nur alleiniger Personal Trainer, sondern Unternehmer und führe ein Personal Training Studio. Super, das heißt, die Leute kommen bei dir ins Fitnessstudio, um ihren Body fit zu kriegen. Um besser zu werden. Sagt dir EMS-Training was? Das mit Strom? Kennst du, ne? Ja, Stromstimulation der Muskeln auch, oder? Genau. So ein Studio habe ich. Also man zieht quasi so eine Weste an, bestimmte Elektroden an den Körper, macht die nass, damit der Strom besser leitet und führt dabei ein Programm durch. Geht 20 Minuten und man trainiert nur einmal die Woche. Das ist so das Besondere, weswegen wir so den Zeitgeist ziemlich gut treffen, eben von Leuten mit wenig Zeit. Hygiene, sehr, sehr groß geschrieben, weil man wirklich immer nur 1:1, 2:1 trainiert. Das ist große Nachfrage gerade. Mhm. Ist auch Deutschland, ist auch der größte EMS-Markt weltweit. Mhm. Liegt, cool. Mit der Markt, liegt halt damit zusammen, dass wir den größten Franchise-Geber der Welt hier bei uns vertreten. Ja, sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen bist du mal aus einer ganz anderen Richtung, nicht aus dem Coaching-, Trainer- oder Heiler-Bereich. Wir haben ja sehr viele Teilnehmer in diesem Bereich. Umso spannender bin ich oder so interessierter bin ich jetzt auf deine Sichtweise und deine Erfahrung auch, wie du das Gedankenkraft-Frequenz-Coaching aus deiner Sicht erlebt hast. Gab es irgendeine Angst oder eine Blockade, die du zu Beginn des Coachings hattest, wo du sagst, hey, die würde ich gerne lösen, da möchte ich gerne frei von werden? Nicht wirklich. Also keine jetzt schwerliegende Blockade. Eher sowas wie, also ich sag mal, ich bin auf dem Bereich, mit dem sich das Coaching befasst, sehr viel belesen. Also ich lese einfach sehr gerne, informiere mich sehr gerne. Und das war so ein bisschen so die Ordnung in meinem Kopf, das Coaching. Also das war so ein bisschen alles, was man weiß und irgendwie so die Puzzleteile nicht zusammenkriegt. Das war so der, sag ich mal, von da ist der Anfang, da ist das Ziel. Und mir war es wichtig eben außerhalb, also das Coaching, aber gleichzeitig eben das Mentoring drumherum, der Austausch mit der Gruppe, um eben auch dran zu bleiben. Und eben diesen Weg gemeinsam zu verfolgen. Mhm. Also das war für mich der ausschlaggebende Grund für das Coaching an super. Sich, dass ich wirklich jemanden an der Seite habe, der mich betreut. Ja, ich meine, du kennst es ja selbst, ja. So, wir haben den inneren Schweinehund, ja. So, wenn du nicht jemanden hast, der sagt, hey, komm 1 bis 2 Mal die Woche ins Studio, ja, ich zeige dir, wie es geht, ja. Ich leite dich an, ja. So, dann bleibst du lieber auf der Couch, ja. Und der Corona-Bauch wird größer, ne? So. Absolut. Und was die Leute eben vergessen, ist, der innere Schweinehund sind auch wir. Das ist kein Fremder. Selbstverständlich sind wir das. Das ist man selber, den man überwindet und nicht eine fremde Person. Genau, so ist es. Es ist unsere Programmierung, ja, wie wir auch festgestellt haben. Und der Unterschied ist halt, dass du die Veränderungen an deinem Körper relativ schnell wahrnimmst. Also ich muss echt sagen, ich habe so eine leichte Corona-Plauze gekriegt die letzten Wochen, ja, weil ich mich weniger bewegt habe, ja, und mir gesagt habe, hey, Schokolade ist gut, ja, für die Glücksgefühle, ja, bunker mal ein bisschen was. Aber das geht auch wieder weg. Beim Fitnesscenter siehst du das relativ schnell oder in deinem Körper siehst du es relativ schnell. Im Geist ist es ja nicht so. Das heißt, wenn du den Geist nicht trainierst, dann hast du die Ergebnisse erst teilweise viele Jahre später, weil es halt unterbewusst geschieht. Ne? Absolut. Super. Absolut. Lass doch mal drüber sprechen, was sich alles in deinem Leben verändert hat in den letzten 8, 9 Wochen. In erster Linie hatte ich den Vorteil, sage ich mal, dass die Corona-Krise hier mein Studio geschlossen hat. Dadurch hatte ich
kompletten Fokus aufs Coaching. Also so, ich sag mal, das, wovor ich am meisten Angst hatte, dass ich dann zu den Coaching-Sessions nicht da bin und arbeiten muss und mir irgendwie die Hälfte des Coachings nur auf Video im Nachhinein reinziehen muss. Das ist zum Glück weggefallen. So konnte ich zwar Videos immer noch reinziehen, aber weil ich sie ein zweites Mal sehen wollte. Deswegen war dieses Fokus und oh, schaffe ich es zeitlich überhaupt durchzuziehen, so diese leichte Angst, die war weg. Das war super. Verändert hat sich, ich schätze mal, dass man das sowas mal langfristig viel besser beschreiben kann. Also ich denke, ich kann dir mal in einem Jahr besser sagen, was sich tatsächlich wirklich verändert hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in erster Linie. Sonst hätte ich es nicht durchgezogen. Also mir ist sowas egal. Also ich breche nach 2 Wochen ab, wenn ich mich nicht mit dem Coach identifizieren kann oder das Thema an dem vorbeigeht, was ich erwartet hätte. In dem Fall war es nicht so, weil ich dich mittlerweile schon seit fast 2 Jahren verfolge. Das heißt, ich wusste, auf was für eine Person ich mich einlasse, was auf mich zukommt. Ja, war sehr spannend. Für mich war es, weil du es ja schon erwähnt hast, sehr spannend, vor allem, weil du ja aus der Heiler-Coaching-Szene kommst. Ich komme aus der Personal-Trainer-Szene. Ist natürlich beides irgendwie einen anderen Menschen besser zu machen und gemeinsam Ziele zu verfolgen. Aber ich bin nicht in dieser Coaching-Szene drin. Und das heißt, der Umgang für mich und dieser Einblick in die Coaching-Szene, wie groß die tatsächlich ist, was da tatsächlich geschieht, was da gibt, das kam, war noch so ein Aspekt, der natürlich dann dazu kam, ne, zu dem Coaching. Ja. Und das war spannend. Und dann einfach auch zu sehen, wie viel, was gibt es denn da alles überhaupt? Gar nicht, um das selber zu machen, sondern wirklich zu verstehen und die Zusammenhänge zu verstehen. Ne? Was waren deine größten Highlights, deine größten Aha-Erkenntnisse, deine größten Wins in diesen 8 Wochen durch das Coaching? Wo hast du am meisten von profitiert? Die Live-Sessions. Ich habe noch nie so ein Coaching durchlaufen. Das heißt, es war wirklich Gruppencoaching, online, all diese Aspekte waren alle neu für mich. So über einen Zeitraum von 8 Wochen. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht, also für mich wäre es, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, ein Video angucken oder da live auf der Session mit dabei zu sein, ist das Gleiche. So, das habe ich zuerst mal gelernt, dass es eben nicht so ist. Und es einfach eine ganz andere Energie herrscht, wenn man das eben live macht und eben dabei ist. Und das weißt du eben, nach 1-2 Wochen weißt du, okay, ich verpasse keine Session mehr, weil es ist Quatsch, wenn ich mir das auf Video angucken muss. Und ich habe tatsächlich fast jede Session nochmal auf Video angeguckt. Das ist cool. Das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gehört. Weil es einfach, also wir haben ja manchmal 2,5 Stunden gemacht. Also es ging ja wirklich manchmal in den Abend rein und hat nicht mehr aufgehört. Und irgendwann hast du gemerkt, okay, es ist viel. Ich kann jetzt komplett zuhören, ich kann machen, was ich will, ich kann mitschreiben. Ich muss es mir nochmal angucken. Also es ist zu viel Inhalt, wirklich, ne? Ja. Den man auch behalten möchte. Und da ich ein Mensch bin, der nicht mitschreibt, ist es für mich unglaublich hilfreich gewesen, dass ich eben auf die Videos auch zugreife. Es ist halt tatsächlich Konzentrat, Destillat und es ist deep, deep stuff. Und je nachdem natürlich, wie auch die Aufmerksamkeit abends noch ist, ja, ist es vollkommen klar. Dafür gibt es ja auch den geschlossenen Mitgliederbereich, um dann einfach nochmal reinzuschauen, zu vertiefen. Und wir haben ja tatsächlich eine Teilnehmerin, die gesagt hat, ey, das war schon richtig, richtig cool, aber ich mache das jetzt die nächsten 8 Wochen nochmal, ja, und geht nochmal tiefer rein. Zu Absolut. Ja, und Absolut. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, weil wenn du in einem Jahr das Coaching nochmal durchlaufen wirst, ganz frisch, wirst du ein ganz anderes Bewusstsein haben. Mhm. Das ist halt unser Bewusstsein. Das ist ja wie ein Buch. Das ist genau, wie ein Buch, ein zweites Mal lesen. Absolut. Genau, unser Bewusstsein entwickelt sich permanent weiter. Du wirst die Dinge anders sehen und es wird ein tieferes Verständnis da sein, ein tieferes Bewusstsein da sein und wir vergessen natürlich auch, ja, und beim Gedankenkraft-Frequenz-Coaching hast du halt diesen Praxisteil halt auch, dass du wirklich Veränderungen in deinem Geist und deinem Unterbewusstsein wahrnimmst und auch die Ergebnisse da im Außen dann siehst. Du bekommst andere Ergebnisse, da geht es ja letztendlich drum. Ja, du möchtest Transformation erfahren, du möchtest andere Ergebnisse haben. Ja, und wir sind ein Teil von permanenter Veränderung. Ich meine, die Menschen sind nicht gewohnt und auch ihnen wurde das nicht beigebracht, dass das Leben permanente Veränderung ist. Mhm. Und wenn ich da komfortabel mit bin, im Fluss des Lebens, wie man so schön sagt, dass sich alles permanent verändert, unser Körper verändert sich, unser Geist, unser Bewusstsein verändert sich, die Welt um uns herum verändert sich, ja. Dann sind wir halt auch immer im Fluss, haben keine Widerstände und können da am meisten ja, aus dem Leben letztendlich dann auch mitgestalten und
mitmachen. Sehr cool. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, was war anders zu anderen Coaching, Seminaren, Online-Kursen? Du hättest nicht erwartet, dass die Energie so hoch ist und hast fast gedacht, hey, das ist das Gleiche wie ein Online, wie ein Videokurs mir angucken, richtig? Vorher gedacht, ja. Ja, ja. Im Nachhinein ganz klar nicht. Die Gruppendynamik, also diese Entwicklung der Gruppe war unglaublich spannend. Also wirklich sich so in der ersten Woche, wo man sich natürlich nicht kennt, ja, erstmal kennenzulernen. Und dann, das ist uns ja zwischendurch wirklich aufgefallen, so ey, guckt euch mal dieses Zoom-Bild von allen Gesichtern an, was da für eine komplett andere Stimmung in der Gruppe herrscht nach 4, 5 Wochen. Ja. So. Das ist doch totaler Wahnsinn, oder? Das ist doch totaler Wahnsinn. Ich meine, wir sind ja nicht in einem Raum, ja, wo eine gewisse Gruppendynamik herrscht. Ja, wo du jetzt ein Wochenende, ich sag mal, mit 10.000 Leute in der O2 Arena in London bist, ja, gibt's ja auch alles, ja, so, wo gewisse Energien und gewisse Prozesse auch funktionieren, sondern wir sind alle in unserem eigenen Space, zu Hause, im Office, im Wohnzimmer, im Büro gewesen, trotz alledem sind wir energetisch in einem Raum auch miteinander verbunden gewesen. Ja, absolut. Und haben uns auch entsprechend weiterentwickelt, ne? Und verändert, ja. Konnte man bei einigen sehr, sehr gut sehen, kann ich mich auch noch daran erinnern. Sehr schön. Das stimmt. Und das war, also die Gruppe an sich, war dieser Input nicht nur deinerseits, sondern wirklich von den Gruppenteilnehmern, hat ja eigentlich jede Woche nochmal auch das, was man die Woche davor gelernt hat, immer wieder einen neuen Blick darauf geworfen. So, ne? Wenn man so Einblicke von anderen Menschen einfach, hey, wie hast du denn die Übung gemacht und was ging dir dabei durch den Kopf, schon denkst du ja über Dinge ganz anders nach. Ne? Das war, sag ich mal, diese Gruppendynamik, die dazugehörige Facebook-Gruppe und alles, das verstärkt das Ganze natürlich. Ne? Mhm. Man bleibt sehr gut dabei. Also das ist mir sehr leicht gefallen. Das ist immer die, wenn wir von der Blockade vor dem Coaching sprechen, dann ist vielleicht die Angst, dass man es nicht zu Ende macht. So, das war ja ziemlich schnell klar, dass das nicht der Fall sein wird. Ja, sehr schön. Wie hast du mich als Coach wahrgenommen in diesen 8 Wochen? Sehr angenehm. Ich glaube, für Leute, die mitschreiben, war es schwer, weil es sehr viel Input in sehr wenig Minuten dann war. Für mich cool, weil ich nicht mitschreibe. Das heißt, ich konnte mich immer zurücklehnen und wirklich die Energie spüren und einfach mal aufnehmen lassen, weil ich immer wusste, ich kann es mir im Nachhinein angucken. Doch sehr gut. Also du sprichst die Sprache, der ich gerne zuhöre. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, wenn man sich für einen Coach entscheidet, einfach zu wissen, von wem möchte ich mir was sagen lassen. Weil es bringt halt nichts, nicht hinzuhören. Bei dir finde ich spannend, du bist in sehr vielen, ich kenne dich ja jetzt mittlerweile schon, verfolge dich 1,5 Jahre, 2 Jahre. Du bist in ganz, ganz vielen Lebensabschnitten, Lebenspunkten, bist du komplett anders als ich. Ich persönlich. Und das finde ich immer beim Coaching oder wenn ich etwas Neues lernen will, ist für mich das Spannendste. Also wirklich, ich brauche mich nicht mit meinem besten Kumpel über das Thema unterhalten, weil wir irgendwo ja doch eine Meinung, die gleichen Werte vertreten. Und das mag ich immer, dass man, wenn man was lernt, im besten Fall schon an der Person schon mal etwas hat, was man sagt, hey, das, so sehe ich das gar nicht. Cool, coole Ansicht und da könnte ich ja was lernen. Das verdoppelt den Effekt, ne? Ja, hast du ein praktisches Beispiel? Wo dir das bewusst geworden ist und aufgefallen ist? Fällt mir bestimmt gleich ein. Mhm. Ja, können wir später nochmal reinnehmen. Ja. Sehr, sehr cool. Gab es irgendwelche Erwartungshaltungen, die du an das Coaching-Programm Gedankenkraft-Frequenz-Coaching gestellt hast vor Beginn? Nee, also ich habe mich ja detailliert schon sehr viel auseinandergesetzt und dich ja schon ausgefragt, was kommt auf mich zu. Und dann, also es war klar, dass es das ist, was ich eben durchlaufen möchte. Ne? Also das war jetzt nicht, dass ich komplett irgendwie überrascht bin. Ich habe nicht mehr erwartet, ich habe nicht weniger erwartet. Also es war eigentlich so von der ersten Stunde bis zur letzten angenehmer Flow für mich. So, ne? Hast dich rundum wohl aufgeholt, wie heißt das? Aufgehoben gefühlt. Absolut. Übung, für mich das Spannendste, die Übungen. Wie gesagt, ich lese sehr viel, bin sehr viel auf diesem Thema. Übung war für mich das Entscheidende. Was war die Highlight-Übung für dich? Was hat wirklich den Game-Changer für dich gebracht? Ich mag Bilder, also wir haben sehr viel mit Bildern gearbeitet. Also wenn wir da bist du ein visueller Mensch?
an den Unkrautgarten und so und an die Geschichten ging. Das ist das, was bei mir hängen bleibt. Also wirklich, wenn ich dann über etwas nachdenke, sind es die Bilder, über die wir gesprochen haben. So, ne? Das fällt mir auf. Und auch jetzt merke ich, dass einfach im Alltag immer wieder irgendwas dazukommt oder Vergleiche zu irgendwelchen Themen in seinem eigenen Leben dazukommen, die man sofort wieder auf das Coaching bezieht. Das ist das, was ich meine, dass man sowas mal ein Jahr später immer ziemlich gut einschätzen kann. Hey, was habe ich denn wirklich? Ne? Ich war schon mal auf Live-Seminaren. Also ist nichts, was mich begeistert. Ich wollte genau das Gleiche. Ich wollte diese Energie mitnehmen. Ich wollte mir angucken, was tickt. Und ich bin auch von Live-Seminaren mit ein paar tausend Menschen wiedergekommen. Und das Einzige, was ich gelernt habe, war irgendwie, hey, das sind 2000 Menschen und jeder ist komplett anders als ich. Also, so, wo du dann gemerkt hast, hey, keine Ahnung, was der Inhalt war. Aber die Tatsache, dass ich einfach 2000 komplett andere Menschen als mich selber in einer Halle also gesehen habe, ist ein komplett anderes Gefühl schon mal, als ich vor dem Seminar hatte, ne? Und das Das ist finde ich halt faszinierend. diese Gruppendynamik, ne? So, die ab einer gewissen Teilnehmerzahl auftaucht, ja. So ist es vollkommen anderes, wenn du mit einer ganz kleinen Gruppe auch im Workshop, im Hotelzimmer oder Seminarraum arbeitest, ja. So, oder du hast ein Gruppenseminar mit 50 bis 100 Teilnehmer, bis hin dann zu Großveranstaltungen, ja, wo ganz andere Dynamiken, Energien auch eine Rolle spielen und du mit der Gruppe natürlich auch ganz anders arbeiten kannst und musst, ne? Ja. Sehr, sehr cool. Aber ich habe über diese Idee, die du hier reinbringst, frage mich doch noch mal in einem Jahr, habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Und das wird fast was haben wir denn heute? Mai, Juni, Juli, August, September. In 4 Monaten, na, ein bisschen länger, wird es der Fall sein, weil das Gedankenkraft-Frequenz-Coaching als solches ist noch relativ neu am Markt. Wir haben letztes Jahr mit der Einführungsphase begonnen im August. Und bisher haben wir eine sensationelle 100%-Quote. Das heißt, die Teilnehmer, die sich wirklich darauf eingelassen haben, es komplett durchgezogen haben, haben phänomenale Ergebnisse, haben wirklich Veränderung, Transformation in ihrem Leben erfahren bisher. Und ja, haben den Und gibt es wirklich Steuerknüppel. was Vergleichbares? Gibt es nicht wirklich was auf dem Markt, ne? Also Also mir wirklich nicht. diese Thematik verknüpft mit der Praxis dazu. Das gleiche mit Live-Betreuung habe ich zumindest so auf dem Markt nicht gefunden. Mir ist nichts bewusst und nichts bekannt bisher. Ich kenne sicherlich nicht alle Anbieter und ich kenne sicherlich nicht alle Coachings. Das wäre absolut vermessen, das zu sagen. Und der Markt verändert sich ja auch sehr dynamisch. Das muss man tatsächlich auch sagen. Aber ich habe in meinem Leben bisher sowas nichts im deutschsprachigen Raum kennengelernt und deshalb liegt es mir halt auch wirklich am Herzen, dass die Menschen wirklich erfahren, spüren, selbst live erleben, was es bedeutet, wenn sie ihre Gedankenkraft aktivieren und die in ihrem Leben dann auch demonstrieren. Genau. Wow. Was denkst du denn, für wen ist das Gedankenkraft-Frequenz-Coaching generell geeignet? Für wen ist es das Optimale? Für alle ist mal leicht gesagt. Ich glaube, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, egal wie weit er ist mit seinem Wissen, der nicht davon profitieren würde. Also es gibt, das ist unmöglich, ob du jetzt ein 10-jähriges Kind da reinsetzt oder jemanden mit 90 Jahren. Bin ich sicher, dass er am Ende mehr weiß, als er vorher wusste. Wie wir es da vorher schon sagten, man muss immer bereit sein, um neue Sachen aufzunehmen. Ne? Also jeder, der weiß, dass es da mehr im Leben gibt und weiß, dass er in seinem Kopf bereit ist, mehr Informationen aufzunehmen und wirklich bereit ist, mal einen nächsten Schritt zu machen, für sich selber, was auch immer das bedeutet, ob es beruflich, privat ist, ist da natürlich herzlich willkommen. Also jeder wird auch abgeholt. Das war jetzt nicht so, dass es eine Runde von Coaches und Heilern ist, die alle total weit sind und man nicht hinterherkommt, wenn man da jetzt kein Coach ist oder so. Also es baut sehr langsam auf und geht eben in die Materie rein. Dementsprechend grundsätzlich für jeden. Ich glaube, sehr hilfreich ist natürlich für Coaches, Heiler, weil bei denen noch der Aspekt dazu kommt, nicht nur seine eigenen Themen zu regeln, sage ich mal, sondern das Ganze ja fließt ja automatisch in die eigenen Coachings mit ein. Und ich bin großer Fan jetzt im Personal Training von dieser ganzheitlichen Betreuung. Deswegen bin ich so überzeugt von Personal Training. Und es geht, also nehmen wir ein simples Beispiel, jemand möchte abnehmen oder zunehmen, was auch immer. Wobei das zwei verschiedene Dinge sind. Aber ich sage zum Beispiel, abnehmen ist mehr Kopfsache als tatsächlich Training und Ernährung. Also, ne, ich würde am liebsten meinen Klienten, der eigentlich ja nur abnehmen möchte, am liebsten in so ein Coaching erstmal schicken. Weil danach passiert das Abnehmen ja von alleine.
Ne? Der mentale Aspekt ist unglaublich wichtig, ja. Es geht um Disziplin, es geht nicht um das Wissen, wie man abnimmt, weil jeder weiß, wie man abnimmt. Ich könnte jetzt ein 10-jähriges Kind fragen und er wird sagen, ja, Sport machen, weniger essen. Es ist ja keine Wissenschaft, die wir irgendwie verstecken müssen. Es geht um Verhaltensänderung. Weil die Verhaltensänderung führt zu anderen Ergebnissen im Außen. Und das ist zum Beispiel bei Thema Abnehmen sehr faszinierend, weil es ja optisch sofort offensichtlich ist, ob jemand abnehmen muss oder nicht. Und da wirklich in die Materie zu gehen, ne? Und wirklich zu zeigen, hey, du nimmst nicht ab, wenn du nicht deinen Kopf veränderst. Oder ganz große Beispiel, die Leute nehmen ganz schnell 10, 15 Kilo ab und nehmen dann ganz schnell wieder 10, 15 Kilo. Jojo-Effekt. Jojo-Effekt ist nichts anderes wie ein Lotto-Millionär, der nach einem Jahr wieder pleite ist. Ja. Der Kopf ist nicht mitgewachsen. Und das ist bei mir eben im Studio. Wir arbeiten eben nicht mit 20-Jährigen, weil es eben Personal Training ist, ist ein bisschen teurer. Das meiste Business-Leute, Selbstständige, die wollen auch ein ganzheitliches Konzept. Da ist nämlich das Angenehme, dass die Leute wirklich auch einem zuhören und wirklich das annehmen, was man macht. Und da ist für mich jetzt auch sowas wie dieses Coaching einfach unglaublich wichtig, um den Leuten einfach mal den Blick zu zeigen, wie sie auf ihr eigenes Leben, auf ihren eigenen Körper schauen sollten. Ne? Ja, mega. Lässt du das Wissen schon mit einfließen auch in deinen Beratungsgesprächen? Nee, Corona lässt mich ja nicht. Ach ja, du darfst noch nicht. Ich habe seitdem nicht mehr gearbeitet. Stimmt. Aber ja, ich habe schon immer in die Richtung versucht zu betreuen, ja. Also ich versuche immer, wenn es ans Abnehmen geht, es ist zum Teil immer schwer, dass man wirklich sagt, hey, was will der Kunde? Der will ja im Moment kaufen. Also ich führe die Leute sehr oft von diesem, hey, ich will nur 10 Kilo abnehmen, zu dem Thema weg, was müssen wir noch alles ändern? Also das passiert schon. Und jetzt habe ich noch also eine ganz andere Sicherheit natürlich. Ich werde es auf jeden Fall in der Form einsetzen. Gleichzeitig aber auch für meine Angestellten, ne? Da ja. Einfach nur aufzuzeigen, hey, du gehst nicht nur zur Arbeit, so, das ist dein Leben, ne? Gestaltet, wie du es gern hättest. So. Und das ist spannend. Also das wirklich bei 18-, 19-Jährigen, ich habe duale Studenten, die bei mir arbeiten, zwischen 18 und 25, super cool. Ne? Und da siehst du schon die ersten Aspekte von Aufnahmefähigkeit. Ein 25-Jähriger ist viel mehr in seinen Gedanken gefangen als ein 18-Jähriger. Der völlig unbeschadet aus dem Elternhaus kommt und gerade noch viele Freude Eierkuchen ist. Die Mama hat mich noch eingekleidet. Ganz andere Offenheit für alle Themen auf dieser Welt. Und wo du schon mit 25 wirklich schon so langsam so einschränkende Glaubenssätze immer wieder wahrnimmst, ne? Und wirklich merkst, boah, krass, wo kommt das her? Ja, okay, aus dem Elternhaus. Krass, du musst mal zu Hause ausziehen. Ne? Und faszinierend. Sehr spannend. Gibt es noch irgendwas, wo man das Gedankenkraftfrequenzcoaching noch besser machen kann? Vielleicht grundsätzlich eine Umfrage starten, was überhaupt gefragt ist von ganzen Teilnehmern. Ich fand es super. Also ich hätte nicht gebraucht. Ich kenne das habe ich dir schon mal geschrieben, ich kenne das von, das ist vielleicht was typisch Deutsches, dass die Leute total draufstehen, wenn die ganz viele Unterlagen kriegen, ne? Ich persönlich absoluter Gegner davon, weil ich sowieso nichts aufschreibe. Also ich arbeite nur mit meinem Kopf. Deswegen ist dieses Gedankenkraft an sich, das war mir, glaube ich, schon irgendwie mit Anfang 20 klar, dass ich mit meinen Gedanken viel mache. Aber eben diese Klarheit, die ich jetzt habe, so, das war bei mir so das fehlende Puzzleteil. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Teilnehmer darauf stehen würden, wirklich schöne Seminarunterlagen dazu zu erhalten. Weil wir haben ja sehr praktisch gearbeitet. Also es ging dann ja, wir hatten ja Seminarunterlagen, aber immer sehr in die Praxisrichtung. Ich fand es super. Also für mich gibt es da persönlich nichts zu kritisieren. Cool. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute auf sowas stehen. Sehr, aber, sehr cool. Dabei vielleicht eine Umfrage. Spannend, ne? Zum Abschluss, wenn du einen Satz bilden würdest oder wirst, das Gedankenkraft-Frequenz-Coaching ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das Gedankenkraft Frequenz-Coaching. Wenn du deinem besten Kumpel morgen Abend in deinem Lieblingsrestaurant erklärst, hey, ich habe ein Gedankenkraft-Frequenz-Coaching gemacht und der sagt, was hast du? Und ihm dann sagst, ja, Gedankenkraft-Frequenz-Coaching ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Zusammengefasst in einem Satz. Ist die praktische Anleitung, die Macht über sein Leben zu haben. Geil. Ganz klar. Ne? Mega. Mega Schlusswort. Und zwar wirklich Alex, Macht im Sinne von Macht. Von Machen. Macht. Und von Sein. Ja. Klasse. Also, hast du schon mal
Für mich war diese Ordnung der Themen so wichtig. Hast du schon mal Der Pate gelesen, zufällig? Nee, ich glaube, ich habe ihn damals nur gesehen, den Film, ist aber auch 20 Jahre bestimmt her. Und die ganze, also wenn man das Buch zum Beispiel liest, da ist das ganze Buch, das springt in Zeiten. Machen ja ganz oft auch bei Filmen und so. Und ich habe mal dieses Buch in der Schule, glaube ich, habe ich das mal vorgestellt. Ich habe das Buch durchgelesen, ich konnte es auswendig, also ich kenne jede Szene, ich weiß genau, was weil mich das auch interessiert hat. Und dann geht es aber daran, das Buch zu präsentieren und du hast keine Reihenfolge. Also du bist dann wirklich, hä, aber das war ja in Italien. Hä, aber wieso war das vorher? Ach ja, das war, als er jung war. Und das ganze Buch ergibt auf einmal keinen Sinn, weil man keine Reihenfolge hat. Und war bei mir vom Gefühl ähnlich, weil ich damals, als ich das Buch dann präsentiert habe, musste ich quasi eine bereits vorhandene Inhaltsangabe zu dem Buch lesen, um alles, was ich über dieses Buch im Kopf habe, einfach mal in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und dann konnte ich dir komplett das ganze Buch aufsagen, ohne in den Zeiten zu springen. Und so ähnlich ist es bei mir mit dem Coaching auch gewesen. Also viel Wissen in der falschen Reihenfolge und manchmal eben nicht sicher, was gehört zusammen, was nicht, ne? Und diese Lücken wurden ziemlich gut Und gefüllt. jetzt hast du ein System an der Hand. Absolut. Mega! Ich danke dir sehr für dein Feedback. Vielen Dank für das tolle Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir, dass Danke dir, dein Stefan. Fitnesscenter bald wieder aufmacht, dass du vielen Menschen wieder zum besseren Body und gesünderen Lebensstil verhelfen kannst. Und freue mich, wenn wir uns in meiner Lieblingsstadt mal sehen oder wo auch immer auf der Welt, vielleicht auf Zypern. Mallorca, Hoffentlich bald. wo auch immer uns das Leben hinführt. Und schön, Absolut. dass du mit dabei warst. Weiterhin von allem nur das Beste, maximale Erfolge, lieber Alex. Danke dir, Stefan. Ich danke dir. Vielen Alles Dank. Gute. Danke. Tschüss. Schönes Wochenende. Dir auch. Tschüss. Ciao, ciao.